Skyworld, bam, das ist der Endstand der letzten Folge und ich beeile mich deswegen gerade, weil wir jetzt eh sowieso gleich einen Zeitraffer haben werden. Diese Plattform, die wir hier gerade eben sehen, das ist die Plattform für meine zukünftige Hühnerfarm, beziehungsweise es ist nur die Hälfte der Plattform, denn die andere Hälfte, und deswegen habe ich gerade schon nach Elevatoren geguckt, ach Mann, Trick verreckt, die andere Hälfte wird sich natürlich unter der Erde abspielen, weswegen ich mir jetzt erstmal noch stackweise Neues hiervon mache, dann brauche ich noch ein paar Wooden Slabs für die Umrandungen und dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich nach dem nächsten Zeit, also da brauche ich ein bisschen mehr von, bitte. Darf ich kurz wenigstens ein paar noch? Danke. So, dann würde ich sagen, wir sehen uns einfach gleich nach dem nächsten Zeitraffer wieder, wenn der Teil hier komplett fertig ist und der Teil hier abgerissen und hier drin eine Treppe ist. Bis gleich. Also wenn man eine Folge einfach mal mit einem 10-minütigen Zeitraffer beginnt, dann kann das ja nur eine gute Folge werden, oder? Also, was habe ich mittlerweile gemacht? Ich muss erstmal noch einen Fans holen, damit ich euch irgendwas zeigen kann, bevor ich hier weitermache. Fans, sehr schön. Das muss so komisch sein, so eine Folge so zu beginnen, wie ich sie gerade begonnen habe. Naja, zu spät. Also, ich bin jetzt hier gerade dabei, noch die letzten Flächen hier auszukleiden, weil das wird ja, wie gesagt, meine Chicken Area. Warum ich hier noch keine Blöcke zwischen reingesetzt habe, ist auch sehr leicht. Hier sollen natürlich Erde hinkommen, weil meine Hühnchen sollen es zumindest hier oben ganz hübsch haben. Ich habe mich jetzt dagegen entschieden, weil viele Leute geschrieben haben, mach's den Hühnchen doch ein bisschen schön. Darf man nicht sagen. Deswegen habe ich mich jetzt dazu entschieden, es den Hühnchen tatsächlich ein bisschen, immerhin ein bisschen schön zu machen, bedeutet in unserem Kontext, wir haben schon wieder kein Holz, deine Mutter, bedeutet in unserem Kontext, dass wir immerhin hier oben mit Erde bauen werden, das schön grün werden lassen und dann dafür sorgen, dass es nicht ganz so kacke aussieht, jedenfalls hier oben. Unten wird das ein bisschen anders sein, ich habe die Treppe hier schon vorgebaut, hier kommt man dann so seitlich hier runter. Auch hier kommt man übrigens jetzt durch. Da habe ich mich für so ein bisschen eine flachere Version von der Treppe entschieden. Ich meine, das hier kommt ja noch alles weg. Ne? Ihr müsst euch das wirklich so als lose zusammenhängende Inseln vorstellen. Hier oben werden schön Bäume gepflanzt und alles. Und hier oben kommt die Zuchtstation hin. Das bedeutet, dass hier oben ein Bereich kommt für die Hühnchen zum Ausbrüten. Das ist der Bereich hier drüben. Einer für freilebende Hühnchen in Bodenhaltung. Und hier kommen die ganzen Nesting Pens hin, um sich weiter zu verbreiten. Und auch ein paar Bäumchen und Sträucher und alles drum und dran. Soll ja ganz hübsch aussehen. Vielleicht fangen wir auch an mit Deko. Ist hier Deko-Craft drauf? Nee. Aber irgendwas anderes zum schönen Bauen ist hier drauf, nicht wahr? Ich weiß aber nicht mehr, was es war. War es einfach nur Chisel? Irgendwas anderes kann man auf jeden Fall hier hinsetzen, dass es einfach ein bisschen hübsch aussieht. Und hier unten kommt dann alles mit Hoppern und automatisiert. Also hier, das ist mir dann egal. Irgendwo muss auch mal Effizienz passieren. Da kommen dann die 10, 10, 10 Chicken hin. Sobald die ein schönes Leben hier oben hatten, werden sie da unten ausgequetscht bis zum geht nicht mehr oder so. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall verbindet das Ganze eine hübsche Treppe. Und ich werde hier zentral in die Mitte auch noch einen Elevator-Block reinsetzen. Deswegen habe ich gerade aktuell da schon Platz gelassen. Theoretisch können wir das sogar gleich aufbauen, weil ich alle Materialien dafür da habe. Dann hat das wenigstens mal seine Ordnung. Warte mal, so. Ja, sieht gut aus, oder? Ist hier der Elevator-Block? Oh Mann, ey, wie ich das hasse, wenn die sich umsetzen, ne? Ich glaube, das ist der. Alter, wie viel Plattform wir bauen, dass ich mal schön baue, da kommt, glaube ich, keiner mit klar. Ah, ne, guck mal. Das hier ist der Block. Das heißt, der Elevator-Block kommt hier hin. Okay, also hier. Ja, gut. Dann können wir die nämlich gleich schon mal hinsetzen. Dann ist wenigstens die Plattform hier unten ein bisschen hübscher. Und ich habe es tatsächlich geschafft, übrigens meine 1500 Uses Wand mittlerweile durch meine Insel komplett zu schädigen. So, also von dem ist nicht mehr allzu viel gerade übrig. Was irgendwie auch eine Leistung ist. Okay, lass uns mal schnell zwei Elevator craften und die Erde holen und ein bisschen unser Inventar ausleeren, denn was jetzt kommt, ist einfach ein bisschen aufwendiger. So, erstmal das hier alles hier raus. So, wie viel Erde haben wir? Nicht ganz so viel, aber ganz okay. Dann brauchen wir Grass Seeds. Da haben wir meiner Meinung nach zu wenig, aber einer reicht eigentlich für das, was wir vorhaben.
Und dann brauchen wir jetzt noch Elevator. Haben wir natürlich keine da, war mir klar. Aber was wir da haben, sind da, glaube ich, alle Baumaterialien, die wir da benötigen. Wir brauchen Cray Elevator. Und das braucht graue Wolle. Weiße Wolle können wir herstellen. Ja gut, dann haben wir halt erstmal weiße Elevator. Die kann man immer noch im Nachhinein färben. Finde ich voll lustig, dass es eine Mod gibt, die einfach die guten alten Open Blocks Elevator einfügt. Okay, gut. Ein Block hier. Ja, grau wäre schöner, ist egal. Ein Block hier. Und jetzt geht der hier. Na, so wie es sein muss. Sehr schön. Gut, hätten wir auch geschafft. Hier fehlt mir gerade noch ein bisschen Zaun. Lol, wie konnte ich denn hier bitte... Wie habe ich es geschafft, hier den Zaun zu vergessen? Okay, Skate. Möchtest du mit jemandem darüber reden? Ich glaube besser nicht. Gut. Weil dann sind wir nämlich sobald hier fertig. Dann habe ich nämlich diese Plattform hier abgeschlossen. Was jetzt, wie gesagt, noch fehlt, ist die Erde. Wie viele Uses habe ich noch? 22. Ich muss mir gleich nochmal einen neuen Wand machen, ne? Unglaublich, dass ich das tatsächlich geschafft habe, mir einen Diamond Wand. Jetzt ist er gerade kaputt gegangen. Das sollte mindestens so ein Achievement sein, wie wenn man eine Diamond Hoe kaputt macht, finde ich. Also mal ehrlich, das musst du erstmal schaffen, so einen Wand kaputt zu machen. So, da ist er neuer. Glücklicherweise haben wir aktuell immer noch Ressourcen bis zum Abwinken. Sollte es jemand nicht mitbekommen haben. So, okay, hier müssen wir den Modus wieder umstellen, weil das darf nicht möglich sein. Zack. Einmal die richtige Taste gedrückt und jetzt geht nur der hier. Das heißt, man kann da nichts mehr kaputt machen. Das ist eigentlich ganz angenehm. So, weil ich hier zu wenig Seeds habe, zu wenig Grass-Seeds, muss hier das Gras leider noch rüber wachsen. Das würde ich auch gerne irgendwie vermeiden, aber geht nicht besser. Aber bis dahin ist es halt... Es ist halt einfach nur Dreck. Alternativ könnte ich auch noch mehr davon herstellen. Die werden lustigerweise halt auch aus Erde hergestellt. Haben nicht die schlechteste Chance, aber wenn ich darauf verzichten kann, möchte ich eigentlich auch darauf verzichten. Wir haben keine Erde mehr. Habe ich es jetzt geschafft, meine gesamte Erde zu verschwenden? Nur damit diese scheiß Hühner... Ja, habe ich. Okay. Keine weiteren Fragen. Ah, immerhin... Immerhin die wichtigen Bereiche hier drüben sind fertig. Ich werde mal ganz schnell... Ja, super, da brauche ich ja Erde für. Ich werde mir mal schnell wieder ein paar Erde klauen. Da müssen wir irgendwann mal mehr Erde herstellen. Wie auch immer wir das machen, wahrscheinlich über Seeds. Oder eigentlich könnte ich einfach alle... Aber meine Erdmaschine existiert auch nicht mehr. Naja, egal. Alles zu viel Aufwand. Ich schätze mal das hier schnell um und kloppe diese drei Blöcke hier raus. Denn jetzt habe ich gerade eben eine Verbindung hier zwischen geschaffen. Nicht, dass das jetzt super klug wäre oder die höchste Schöpfung, aber es sorgt dafür, dass ich mir jetzt erstmal keine Gedanken mehr hier machen muss. Hier muss man noch kurz ein bisschen ausleuchten. Aha, besser. Gut, dann sollten wir vielleicht nach unten ausleuchten, bevor hier irgendwas schief geht. Weil unter anderem hier haben wir halt Mob-Spawn-Fläche jetzt schon geschaffen. GG. Und ich denke, jetzt sind wir aber fertig. Gut, dann was kommt jetzt? Jetzt kommt der finale Grass-Seed, zack, und wird sich hier dementsprechend ausbreiten über die Zeit. Und was wir jetzt brauchen, sind etliche Neste. Und das ist der Grund, warum ich schon die ganze Zeit immer so viel Weizen farme. Und etliche Hühnerhäuser, ein paar Redstone-Lampen. Und ich würde einfach mal sagen, weil diese Folge schon wieder aus einem Zeitraffer oder so einem großen Zeitraffer am Anfang hatten, machen wir das jetzt eben zusammen. Ha! Weil ansonsten ist nämlich, ich habe voll oft Kommentare so, deine Folgen sind auch immer kürzer, weniger Aufwand. Dann denke ich mir immer so, Junge, wie hast du eigentlich gelitten? Ich meine, die Folgen sind sogar mehr Aufwand als früher, weil ich ja immer diese ganzen Sachen hier zusammen craften muss. Aber dann gibt es ernsthaft Leute, die so, nee. Und ich denke so, doch, Mist. Okay, werbefreundlich bleiben, meine Damen und Herren. Hier kommen immer so im Zweiertakt Neste hin. Das geht nicht auf. Weil ich besonders gut gebaut. Bin ich nicht mit einverstanden. Dann, ja. Jetzt habe ich mich erfolgreich, jetzt habe ich verkackt. Dann machen wir Folgendes. Dann ziehen wir den hier so rüber. Ich muss jetzt letztlich einmal den kompletten Layer hier eins rüber bewegen. Da komme ich jetzt nicht drum rum. Und bestenfalls sollte ich alle Erde aufsammeln, weil ich habe ja keine mehr. Warum baue ich nicht einfach nur hässlich, Mann? Seit über einer Folge. Also ich meine, ich verschwende keine Zeit. Also ich meine... ich verschwende keine Zeit im eigentlichen Sinne. Aber diese ganze schöne Bauerei. Also du, das muss sie uns jetzt erstmal wieder zurückgeben, oder? Wow, hey. Denn wir müssen jetzt halt hier das Ding einmal hier rüber verschieben.
damit wir hier halbwegs symmetrisch bauen können, weil dieser Bereich da drüben, der hat keine Symmetrie oder sonstige Regeln. Der muss einfach nur so sein, wie er ist. Aber der Bereich hier sollte halt halbwegs sich an diese Regeln halten. Ja, wenn wir schon hier unten sind, können wir gleich den White Elevator Block. Danke. Ey, ich hätte den gerne. Einfach so lange fallen lassen, bis man ihn hat. War immerhin eine Enderperle drin, okay? Ist wertvoll, klar. So, jetzt müssen wir den hier oben natürlich auch dementsprechend. Das ist jetzt ein bisschen nervig, aber besser, als dass es später kacke aussieht, würde ich mal behaupten. Also sieht jetzt schon kacke genug aus, aber sagt es bitte keinem weiter, okay? So, okay, diese zwei Blöcke müssen noch korrigiert werden und dann kann ich einfach wieder aufbauen. Auch ganz cool für solche Dinge sind Ore Excavation, also das kann ich jetzt hier nicht bringen, sonst ist meine Plattform weg, aber grundsätzlich funktioniert das, weil da kannst du dann eigentlich ganz hübsch neu definieren, wie eine Plattform auszusehen hat und dann holst du dir einfach die Sachen wieder. Also ich habe da vorhin, ich könnte den ganzen Block jetzt mit einem einzigen Befehl abbauen, das ist halt ganz cool. Ist auch irgendwie ganz cool, dass ich hier dieses Loch hier drin gelassen habe, merke ich gerade. Hilft mir des Öfteren. Und hier ist wieder genug Energie. Sehr schön. Slabs brauchen wir also nochmal. Wenn ich irgendwie noch ein kleines bisschen Dirt hätte. Ja, einen Block. Das könnte nötig sein. Und ja, damit haben wir quasi alles fertig gebaut. Und das Ding eins vergrößert, meine Güte. Jetzt könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wie aufwendig das teilweise in den währenddessen war, während ich quasi das hier gebaut habe, als ich solche Dinge bemerkt habe. So, jetzt ist aber auch korrekt. Nice. So, die Erde darf sich gerne bei Bedarf ausbreiten und hier haben wir jetzt die Möglichkeit, viele Chicken auf einmal groß zu ziehen. Ich glaube, die Nester haben eine Infobeschreibung. Up to 3 blocks above. Dankeschön. Das wollte ich herausfinden, weil jetzt brauchen wir 8 Lampen und Hebel. Klar, weil was jetzt kommt, ist auch wieder klar. Hoffentlich habe ich genug. Habe ich Lamps schon? Eine, sehr gut. Dann brauchen wir 7 Glowstone-Blöcke. Machen wir mal 8. Und 8 weiterverarbeiten. Gut, dass wir so viele Ressourcen haben. Jetzt haben wir nämlich keine mehr, Kappa. dann brauchen wir noch Lever. Bitte auch 8. Das könnte kritisch werden. Aber haben wir gerade so geschafft. Dankeschön. Und ja, jetzt kommen die dementsprechend hier oben drüber. Ich bin natürlich vorbereitet. Und ich setze sie tatsächlich jetzt auf ein Level. Also up to 3 blocks above. Aus dem simplen Grund, weil ich... Ja, Skate72, was machst du eigentlich, Alter? Aus dem simplen Grund, weil ich noch drunter durchlaufen können möchte. Also deswegen setze ich die gerade hier so hin, weil hier kann man noch durchlaufen. Das ist der Trick. So, und das machen wir jetzt bei jedem einzelnen Ding genau gleich. Schön mit Erde durchbauen oder keine Ahnung. Ist gerade das Einfachste. So. Ja, und dann müssen wir die nur noch powern. Und das Tolle ist, dass wir dadurch tatsächlich sowas wie eine, keine Ahnung, was der richtige Begriff ist, aber ich meine, die wachsen hier schön im Gras auf, also einen Baum werden wir noch einen pflanzen, also hier vielleicht nicht, aber also es gibt blödere Orte, um großgezogen zu werden, oder? Oder um Ei ausgeschlüpft zu bekommen. Später kann man die dann hier rüberholen bei Bedarf oder sowas. Ich werde hier überall genug Animal Nets hinpacken, wenn es dann soweit ist. Jetzt erstmal die Hebel. Eigentlich kann man da immer 2 auf einmal powern, keine Ahnung, was ich mir dabei wieder gedacht habe. Sieht sogar ein bisschen hübscher aus. Sehr schön, und damit ist der Bereich bereits fertig. Natürlich, wie gesagt, das können wir jetzt schon mal hier so machen. Das wird sich nämlich trotzdem weiter ausbreiten, denke ich mal. Hoffe ich mal. Oh. Den hätte ich gerne. Bleib mal bitte kurz am Leben, okay? Haben wir ein goldenes Lasso? Was für ein kranker Glücksfall. Ihr wisst, warum ich den haben will, oder? Wo ist mein Cursed Lasso? Ich werde den noch irgendwie eingefangen bekommen, oder? Cursed. Also ich bin gerade schon ein bisschen nervös, weil... Also so einen schönen Zombie einfach so zu finden. Reduce him into 2 bars. Okay. Also erstmal du weg. Ihr wisst, warum ich den haben will. Das ist ein Villager-Zombie. Das hat Potenzial, die Basis für Villager-Spawner zu sein. Ich weiß zwar nicht, was es hier für welche gibt. Aber es könnte durchaus sein. Ja. Geil. Das ist nun wirklich geil. Also, da war mal cool, dass ich dieses Cursed Lasso noch übrig habe.
Weil das ist jetzt ein Zombie-Villager. Und ich bin mir nicht sicher, was wir hier für Spawner in dem Modpack drin haben. Spawner-Changer zum Beispiel. Seriously, Actual Editions, wenn man 4 Spawner... Das ist halt das Problem. Da müssen wir halt... Da müssen wir Spawner-Charts. Oh, das tut weh. Soll ich mich eigentlich recht drum kümmern, wenn ich so drüber nachdenke? Haben wir, weil ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, die könnten keine Villager und wir haben ansonsten keine Spawner. Ich muss mich sogar sofort drum kümmern. Wenn wir nämlich 4 Spawner-Charts finden, dann können wir einen Spawner-Changer craften. Und einen Spawner-Changer... this is kind of first picking up to decide mob to spawn with the changer killing in the process. Next, the changer can be right-clicked on a spawner, causing the spawner to be changed and the to be destroyed. The process probably won't work with every type of mob, though. Ja, also es ist ein teures Item und man muss 4 Spawner dafür zerstören, aber dann ist es damit möglich. Also das ist halt auch teuer, ne? Weil ich glaube nicht, dass die Ender-Spawner Villager können. Und ich brauche einen Villager. Und ich brauche Villager-Spawner. Das hat gerade ein bisschen meine Pläne für diese Folge verändert. Aber wie bewegen wir einen Spawner? Habe ich eine Dolly? Habe ich schon mal geguckt, ne? Habe ich nicht. Ich muss halt, also es bringt mir jetzt nichts, Spawner abzubauen. Wenn ich, also ich brauche jetzt 4 Spawner-Charts erstmal. Komplette Planänderung für diese Folge. Ich wollte jetzt eigentlich mit euch zusammen die Chicken fertig machen, aber die Spawner-Charts sind gerade wichtig. Ich meine, ich habe den Nether entdeckt. Deswegen nehme ich mir jetzt mal das Recht raus, dort die Spawner abzubauen, weil es die einzige Möglichkeit ist. Man kann ja sein, dass da drüben irgendwas kacke ausgeleuchtet ist. Hab ich schon mehrfach gedacht. Ach, da hinten kann was spawnen, lol. Daher kommen die ganzen Mobs. Deswegen nehme ich mir jetzt einfach mal das Recht raus, die Spawner dort abzubauen, um Spawner-Charts zu bekommen. Ich weiß zwar noch nicht, wie wir Spawner bewegen können, aber irgendwas muss uns einfallen, weil für Blood Magic brauche ich Villager. Also ich hoffe, das geht immer noch, aber ich denke, das geht. Als ob der das rausgepatcht hat, dass man Villager spawnen kann oder opfern kann, um besonders effizient zu sein. Hier spawnt eh so viel Blaze, dass ich nicht mal ein schlechtes Gewissen habe, wenn ich die abbaue, ne? Das muss man halt an der Stelle sogar noch dazu sagen. 4 Blaze-Spawner muss ich in diesem Fortress finden, dann baut man die so ab. Dann spawnen Sack viele und ich bekomme einen Broken Spawner ins Inventar und eine Spawner-Chart. Den habe ich nicht bekommen, kacke. Da ist es dann, glaube ich, mal wert, ein bisschen sein Leben zu investieren. Dankeschön, das hat funktioniert. Mega geil gemacht, dass sie dann spawnen und erstmal mega des Todes aggro sind, nicht wahr? Leider ist da aktuell noch der Broken Spawner, der aufgrund seiner Seltenheit halt auch einen gewissen Wert hat. Gott, Alter. Also ein Problem, dass jetzt irgendwie ich gerade die Blaze-Versorgung gekappt hätte, damit haben wir definitiv nicht. Aber ob ich es schaffe, 4 Spawner hier drin zu finden, das ist jetzt eine Herausforderung. Also... Da ist noch ein dritter. 4. Es gibt genau 4. Okay, und weg. Lol. Alter, wie viel Glück wir eigentlich haben. Okay, und weg. Nice! Das hat aber auch nur dank dir Rüstung überlebt. Das war jetzt wirklich nicht vorgesehen, aber nachdem ich ja eh die ganze Zeit hier am Raiden bin und diese Fortress so unglaublich ergiebig ist, das ist nun wirklich mal was, wo die Fortress mir wirklich weitergeholfen hat, weil diese Spawner-Charts können wir jetzt nutzen, um später diesen einen Villager hier eventuell in eine Villager-Farm umzuwandeln. So, dankeschön. Das ist natürlich jetzt keine Garantie oder so. Aber es sollte funktionieren, meiner Meinung nach. Das kann sein, dass das jetzt echt eine der entscheidendsten Dinge waren, die ich bis jetzt im Projekt gemacht habe. Das Problem ist halt, dass wir jetzt halt noch einen fünften Spawner finden müssen und den dann bewegen und ich nicht weiß, wie das geht. Aber immerhin haben wir auch Broken Spawner, ne? Also die können ja auch weiterverwendet werden, um... Ach so, Stabilized Spawner gibt es dann in jedem Fall. Ja.
Aber die konnte man, glaube ich, nicht zu Villagern umwandeln oder so ein Spaß. Zombie Villager, Husk. Da können wir uns jetzt tatsächlich anzeigen lassen. Also wenn jetzt hier irgendwann mal eine Villager steht, also Zombie Villager geht immerhin schon mal. Crew, Crater Slime, Blue Slime, Polar Bear, Naked Polar Bear. Das sind alles die Dinge, die wir jetzt gerade eben, Gas, Snow Golem, Witch, Corrupted Chicken, Cow, Rooster, Horse, Pig, Chaos Guardian, geil. Giant, Bat, Rabbit, Blaze, Naked Pig, Skeleton, Wither Skeleton, Stray, Nitro Creeper, Naked Cow, Villager. Villager geht's? Dann könnte man es sogar mit Ender-Eier automatisieren. Egal, auf jeden Fall habe ich wertvolles Gut. Eigentlich hätte ich früher daran denken können, dass eigentlich die Villager, die Spawner, das Wertvollste sind, was man in dieser Nether Fortress finden kann. Na gut, auf jeden Fall habe ich sie jetzt. Das ist ja die Hauptsache, würde ich mal sagen. Werden wir auf jeden Fall was mit anfangen. Gut, Leute, diese Folge ist damit aber irgendwie anders verlaufen, als ich es eigentlich vorhatte. Ich wollte eigentlich noch, also das machen wir jetzt noch ganz schnell, die Netz, was will ich denn eigentlich machen? Wie heißt die Mod, Alter? Also ich bin gerade echt ein bisschen durcheinander, dadurch, dass ich jetzt gerade so viele Sachen gemacht habe und mir gerade echt Gedanken gemacht habe. Die hier möchte ich machen. Nesting Pens. 19 Stück ist auf jeden Fall schon mal ein Anfang. Hat mich gerade ein bisschen zerlegt, tut mir leid. So, hier haben wir es absichtlich so gebaut, dass man einen zwei großen Durchgang haben kann, dass man entweder die so bauen kann. Und ich glaube, so werde ich es auch machen. So. Und irgendwo werden wir auch noch einen Baum hinpflanzen. Das habe ich ja versprochen. Das hier sind aber jetzt letztlich einfach Brutmaschinen. Theoretisch wäre es klug, überlege ich gerade, die immer eins höher noch zu bauen, ne? Damit wir Hopper drunter setzen können. Weil die ersten Eier, die kommen ja nicht unbedingt die sind, die man jetzt am ehesten gebrauchen kann. Ja, wir müssen das, ich mache das in der nächsten Folge. Nein, keine Erde zerstören, bitte, die ist so scheiße selten bei mir gerade. Aus. Ja, ich mache das in der nächsten Folge. Aber ich glaube, das wird ziemlich cool werden. Glaube ich hier, also stelle ich mir zumindest vor. Aber das mit den Spawnern war echt, das ist wertvoll. Und die Leute, die jetzt sagen, das ist unfair, die anderen haben keine. Doch, es gibt unendlich viele Fortressers. Die müssen einfach nur ein bisschen weiter fliegen. Und ich dachte, wenn ich schon der Erste im Nether war, da soll ich doch was von haben. Alles klar, meine Damen und Herren, das war die heutige Folge. Ich hoffe, es hat... Ja, 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 ja. Ein Glück, dass eh schon jeder ausgeschaltet hat. Daumen hoch, bis bald. Ciao.